ist mein Weihnachtsmann? Oh Leute, es ist richtig kalt, es ist, also Jungs und Männer, so kalt, wirklich. Arschkalt. Ich hab einen Nikolaus verloren. So, guten Tag, meine Leute. Heute mal ein relativ trockener Tag. Was haben wir denn jetzt? 8. Dezember oder so? Irgendwie sowas. Und zwar habe ich heute vor, ich weiß gar nicht, könnt ihr sehen hier, ich habe hier einen Rucksack vorne drauf geschnallt, weil mein Tankrucksack hat natürlich noch einen Freund von mir. Boah, ich merke gerade, ich bin gerade mal 300-400 Meter unterwegs und es ist so kalt. Lass es mal 4 Grad sein oder so. Ja, und was mache ich? Trage natürlich Sommerkleidung. Okay, ich fahre jetzt keine großen Runden hier. Ich habe heute vor, das heißt, ich habe vor, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe hier ein paar Nikoläuse drin. Die werde ich jetzt hier in Rheinberg und Umgebung verteilen. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch 8 Stück hier drin. Das sind so große Kaventsmänner. Und das ist dann quasi so mein Weihnachtsspezialvideo. Nikolaus, Weihnachtsspezialvideo. Ja, Nikolaus ist da schon vorbei. Ich hatte es eigentlich vor, irgendwie so um Nikolaus zu machen, aber es hat alles nicht so ganz hingehauen und auch vom Wetter nicht gepasst. Aber die Weihnachtszeit ist ja noch lange nicht vorbei. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Ist ja auch Mörs in Strahlen und sonst wo haben sich ganz viele Treckerfahrer zusammengetan und die Trecker irgendwie so mit Lichterketten beleuchtet und Weihnachtsmusik und sind dann durch die Dörfer und Städte gefahren. Finde ich eine richtig geile Aktion, gerade jetzt in der Zeit, wo sowieso keine Weihnachtsmärkte stattfinden und ich sag mal, die Weihnachtszeit ein bisschen stark abgedämpft ist und man kriegt das Weihnachtsgefühl teilweise nicht so auf wie sonst, wie man es eigentlich gewohnt ist und wie man es kennt. Und da fand ich die Aktion richtig, richtig geil. Hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich dazu wahrscheinlich ein Video machen können. Aber ist an mir vorbeigegangen, ich habe es im Nachhinein erst erfahren. Aber trotzdem finde ich die Aktion super geil. Ja, ich hoffe, dass sich die Leute auch daran gefreut haben. Oh Leute, es ist richtig kalt. Es ist, also Jungs und Männer, so kalt, wirklich. Arschkalt. Ja, ich denke mal, wie ihr mein letzten Video gesehen habt, das Eisenschwein, die Kawasaki VN 1500, oder 15, hat ja schon mal ein kleines Lebenszeichen von sich gegeben. Die Elektrik funktioniert soweit. Gut, Zündfunken habe ich nicht mehr hinbekommen. Aber war mir dann auch zu kalt und ich hab mein Erfolgserlebnis eigentlich zu dem Zeitpunkt dann schon gehabt und gesehen, dass die Elektronik funktioniert, dass der Motor sich dreht und nicht festsitzt, weil hätte ja alles sein können. Ich habe das ja alles blind gekauft. Und von daher, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, bin ich erstmal zufrieden. Jetzt ist es sowieso schon fast zu kalt, da irgendwie in der Garage rumzuknien, auf dem Boden rumzukriechen. Jetzt habe ich sowieso Nachtschicht und in der Spätschicht werde ich keine Zeit haben, irgendwie rumzuschrauben. Und gerade jetzt auch heute ist es relativ trocken. Ich hatte eigentlich vor, dieses Video heute so gegen Dämmerung um Abend zu machen, aber es sind jetzt schon nur 4 Grad und heute Abend, naja, da ist mir dann doch was zu kalt. Naja, da möchte ich mich jetzt nicht durchfrieren, bevor ich zur Nachtschicht fahren muss. Ich hoffe doch, dass man das ein bisschen verstehen kann. Aber richtige Biker fahren halt immer, nicht nur Saison. Und wenn schönes Wetter ist, so wie jetzt, dann wäre ich jetzt so oder so wahrscheinlich meine Runde noch gefahren. Ich hätte auch bis nächste Woche warten können, da sollen mal wieder die 1-2 Tage oder was knapp 10 Grad werden. Aber da habe ich Spätschicht, da kriege ich es dann auch nicht hin. Was mir irgendwie aufgefallen ist, vielleicht ist das jetzt, vielleicht fällt mir das jetzt auch nur auf, weil ich da mehr drauf achte als sonst, dass überall mehr Weihnachtsbeleuchtung ist. Also private Häuser haben, glaube ich zumindest, vielleicht täusche ich mich auch nur, weil vielleicht gerade die Weihnachtsmärkte und all das, der ganze Bums gerade wegfällt, habe ich das Gefühl, dass die Leute dadurch mehr schmücken und mehr weihnachtlich, also die Weihnachtszeit zu verdeutlichen und trotzdem Weihnachten feiern und Weihnachten feiern können. Glaube ich zumindest. Ja, vielleicht ist das auch meine persönlicher Eindruck, weil ich es sehen will, dass es so ist. Ja, aber guck mal, die Alltagsmenschen sind weg. Ich bin hier schon lange nicht mehr lang gefahren. Sieht so kahl aus. Ist denn hier kein Tannenbaum? Ah doch, da hinten ist ein Tannenbaum.
Ich hatte auch eigentlich vor, mir noch so ein Nikolaus- oder Weihnachtsmann-Kostüm zu holen, aber überall, wo ich war, war Real und so, die ganzen Dinger, da komme ich nicht mal mit einem Bein rein. Ich bin jetzt auch nicht der Schmalste, aber dass die Dinger für Kinder gemacht werden, weiß ich auch nicht irgendwie. Also für Schmalspuren. Ja, Leute, wie soll ich denn jetzt meine Nikoläuse hier verteilen? Wäre ich jetzt in der Großstadt, da laufen immer so viele Menschen rum und jetzt hier nix. Ich fahre jetzt einfach mal an eine Schule vorbei. Sind eigentlich schon Ferien? Oder wie oder was? Keine Ahnung. Hier ist auch gar nichts los hier, ey. Man kriegt das alles gar nicht mehr mit. Wann sind Ferien und so? Also vorausgesetzt, man hat keine Kinder. Wenn man natürlich Kinder hat im schulpflichtigen Alter, dann weiß man das natürlich, ne? Ja, jetzt muss ich mal langsam mal gucken, dass ich hier mal was loswerde, ey. Also bei solchen Sachen, also wäre eine größere Stadt schon besser, wo du wirklich mehr Leute hast und keine Ahnung. Ich muss auch jetzt zugeben, dass ich noch echt Hemmungen habe, irgendwie anzuhalten und jemanden Nikolaus zu geben. Ich weiß gar nicht warum. Wollt ihr Nikolaus haben? Ja. Boah, ich hab hier, danke. Nee, ich will nicht. Du willst nicht? Selber schuld. Schöne Weihnachten wünsche ich euch. Okay, erster Nikolaus verteilt. Ein Junge wollte nicht. Auch nicht schlimm. Grüße gehen raus. Wahrscheinlich weiß der kleine Junge sowieso noch nicht, wer gerade vor ihm stand. Ein ziemlich unbedeutender YouTuber. Aber wenn ihr das siehst, war es sehr höflich und der andere Kollege von dir auch. Finde ich auf jeden Fall. Wo ich auf jeden Fall auch gut finde, so wie der eine Junge jetzt, wenn der kein Nikolaus gerade möchte oder was. Besser auch sagen, nee, möchte ich nicht, anstatt einen zu nehmen und den dann irgendwo im Müll zu schmeißen. Muss ja auch nicht sein. Skateboardung, Achtung, SkaterInnen. Boah, hier war ich schon ewig nicht mehr, Leute. Ewig nicht mehr. Hier ist gar nichts. Niemand ist hier. Ich habe noch 7 Stück, glaube ich, müsste ich jetzt da drin haben. Also ich hatte vorhin 8 Stück eingepackt. Ich hatte mehr. Ich habe auch schon welche verteilt, sozusagen. Ja, doch, ich habe schon welche abgegeben. Ich habe das jetzt auch gar nicht großartig angekündigt. Ich habe, glaube ich, auf Instagram geschrieben, dass ich heute durch Rheinberg fahren wollte. Habe vorhin aber jetzt auch vergessen irgendwie, dass ich jetzt tatsächlich hier durchfahre. Komm, der Mann, soll ich dem Mann einen Nikolaus geben? Wenn der einen möchte, dann kriegt er von mir jetzt einen Nikolaus. Entschuldigung, möchtest du Nikolaus haben? Oh. Bitte schön. Ja. So, der zweite ist los. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen schneller meine Nikoläuse loswerde, weil langsam wird es wirklich kalt. Ich friere meine Kuletschkis ab. Ja, Leute, ist jetzt auch nicht viel, was ich jetzt hier in der Tasche habe. Es waren 8 oder 10 Nikoläuse. 8 jetzt, glaube ich, habe ich in die Tasche gepackt. Und ich hoffe, dass ich es auch noch alle loswerde. Irgendwie, ich weiß gar nicht. So, das ist ja völlig spontan. Ich sehe dann jemanden und dann denke ich mir, okay, den möchte ich jetzt einen geben. Es ist nicht viel, es ist nur eine ganz kleine Geste und ich finde das ein schöner Stoff für ein Weihnachtsvideo. Ich finde es aber auch schön, den Personen, auch wenn es nur ganz, 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 ganz wenige sind, aber irgendwie was Schönes zu geben. Die Nikoläuse, die ich jetzt hier habe, der Erlös, also ich habe die eingekauft, ne? Und der Erlös, der geht, warte, muss ich mal eben schauen, genau, ans Deutsche Rote Kreuz komplett. Ich glaube, das war eine Aktion vom Pennymarkt.
wären sie beinahe rausgefallen, hier, die blöden Dinger. Und das fand ich dann halt doppelt cool. Also ich hatte die Idee hatte ich vorher schon, habe mit meiner Frau gesprochen und dann sagte die, ja, wenn du das machst, dann hol dir die von Penny für Deutsche Rote Kreuz. Irgendwie macht mir das Motorradfahren auch gerade mehr Spaß als alles andere. Ah, ist halt so, in so einer kleinen Stadt hier, da passiert ja nicht viel, bis du da mal was siehst oder findest. Ne, wohnen und so, alles da super schön, aber wenn man jetzt solche Aktionen vorhat und man noch so unbekannt ist, dann bringt das alles irgendwo nichts so, ne? Egal. Oh, den habe ich aber nicht gesehen. Da kriege ich ja direkt Schweißausbrüche, wenn dann sowas kommt, ne? Ich habe einen Nikolaus verloren. Ich habe einen Nikolaus verloren. Schaut damit zu lachen. Ich habe einen Nikolaus verloren. Da muss ich jetzt nochmal langfahren. Ich habe nur gemerkt, wie es rausgekullert ist. Scheiße. Gucken, ob ich das auf der Kamera drauf habe. Dass ich den verloren habe. Oh, scheiße, ey. Okay, einer ist dann... Der eine ist... Nicht mehr ganz so frisch dabei. Ach, da liegt er! Oh! Da liegt mein Nikolaus! Oh, du Armer! Nein! Und damit weißer Schokolade! Oh! Also, ich mache nur Scheiße. Mein Scheiß! Das ist doch, wenn man die Tasche nicht zumacht. Ich habe nur gemerkt, wie was auf meinem Bein so runtergerutscht ist und dann war es auf einmal weg. Ich habe noch 5 Stück hier drin, wenn ich auch nur einen verloren habe, wovon ich jetzt glaube. Also das, den einen habe ich gemerkt. Der einfach runtergerutscht ist. Ja, da war Rheinberg selber für mich etwas mau mit Nikoläusen verteilen. Jetzt fahre ich mal Richtung Budberg. Vielleicht habe ich da Glück. Und dann gibt es noch Orsau. Vielleicht habe ich da auch noch Glück. Und ich hoffe, dann bin ich meine Dinger los und hab meinen Stoff fürs Video zusammen. Ja, das muss manchmal sein, Leute. Das muss einfach manchmal sein. Boah, jetzt ist aber kalt, jetzt wo du einmal ein bisschen Gas gegeben hast. Ja, leck mich an, meine Koletschkis. Ja, komm, hier in Budberg werde ich jetzt wohl auch kein Nikolaus los. Aber hier ist ja auch nichts, irgendwie kein Treffpunkt oder... Ich weiß auch nicht. Ist jetzt aber auch gar nicht so tragisch, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich jetzt natürlich darauf verbissen, alle Nikoläuse irgendwie zu verteilen. Einer hat uns ja freiwillig verlassen. Der ist ja einfach aus der Tasche gerutscht. Oh. Der hatte keine Lust. Ich weiß auch nicht, was mit dem war. Ja, was ich dann jetzt ja noch machen kann. Ich hatte erst vor, das auf 2 Videos aufzusplitten. Da ich jetzt aber hier so auf der Suche nach potenziellen Nikolaus-Empfängern, Schoko-Nikolaus-Empfängern bin, vergebens, packe ich das jetzt mit hier rein, um ein bisschen Stoff auch zusammenzubekommen. Mein Jahr 2020 war überwiegend negativ. 2 Todesfälle in der Familie und der eine hat mich besonders getroffen und daran habe ich noch heute zu knacken. Und nicht nur ich, meine ganze Familie hat daran immer noch zu knacken. Es wird auch noch ziemlich lange dauern.
Einzige, was ich sagen kann, wenn ein Kind in deiner näheren Umgebung stirbt oder ne, sich das ankündigt, ich sag's einfach frei raus, ich hab's ja nie so in den letzten Videos, ich hab zwar schon mal gesagt, ne, dass sowas passiert ist, aber wenn ein Kind stirbt, das geht dir extrem nah. Ich muss mich jetzt auch gerade zusammenreißen, aber das ist mir egal. Und wenn irgendjemand sagt, boah, der sagt das jetzt nur wegen Aufmerksamkeit, lösch dich einfach. Ja, gerade jetzt so die Weihnachtszeit. Und ich weiß ja noch selber, wie das bei mir war als Kind, auch wenn ich eine scheiß Kindheit hatte, zumindest die ersten Jahre, die quasi die ganze Grundschulzeit war komplett für den Arsch und vorher. Erst danach, als ich dann zu meinem Vater gezogen bin, Ende der Grundschulklasse, ab da habe ich erstmal, ab da fing eine schöne Kindheit an oder auch ein schönes Leben, aber vorher war alles Banane. Aber wenn man dann mal, ich hatte ja dann auch noch Großeltern und da war es halt immer schön und Gott sei Dank sind wir Weihnachten irgendwie immer da gelandet, meistens zumindest. Und daher war für mich als Kind sowieso Weihnachten immer was Schönes, was Heiliges, weil man dann den ganzen Mist irgendwie vergisst. Und jetzt auch heute, wenn man dann Kinder in der Umgebung hat oder in seiner Familie, ich selber habe jetzt noch keinen, aber ich bin halt Onkel von ein paar Kindern, ne? Und von daher ist ja gerade so in der Weihnachtszeit ein bisschen schwer dann. Jetzt gerade ist das erste Weihnachten ohne die besagte Person. Die ist trotzdem noch irgendwo bei uns, aber das ist nicht der gleiche. Aber egal, auf jeden Fall, das ist dieses Jahr halt passiert. Dann ist noch ein Onkel halt verstorben. Und auch sehr, sehr, sehr schade. Und da denke ich auch oft dran. Ich denke sowieso in letzter Zeit öfters an Verstorbene, auch an Großeltern und Bekannte und Freunde. Aus dem Club sind einige gestorben. Und ja, das gehört auch zum Leben dazu, aber trotzdem ist es schwer. Ich meine, wenn Großeltern sterben, okay, die haben ihr Leben gelebt und sind dann hoffentlich und Gott sei Dank schön alt geworden und haben ein schönes Leben hinter sich gehabt und Familien gegründet und ja, sonst wären wir alle nicht da. Aber wenn ein Kind stirbt, boah, das ist ungerecht und dann zweifelt man wirklich daran, so, ich meine, ich bin sowieso nicht gläubig, ich glaube nicht an Gott, aber für jemanden, der vielleicht daran glaubt, dann denkt man sich, warum tut der Gott sowas und lässt ein Kind gehen, so, ne, und so, das ist halt eine. Ja, es gibt auch positive Sachen, die dieses Jahr passiert sind. Ich bin Anfang des Jahres Onkel geworden von meinem Familienteil meiner Frau, ne, da die Schwester und der Mann, die sind Eltern geworden, haben einen schönen kleinen Jungen bekommen und der ist gesund und alles ist super und das ist halt Positives passiert dieses Jahr. Dann mein Heiratsantrag, der ist super, also trotz der ganzen Corona-Kack-Zeit habe ich es doch irgendwie hingekriegt und hat die Zeit dann auch zugespielt, dass ich zur Nordsee fahren konnte und mit meinen Schwiegereltern zusammen, die waren eingeweiht und das war da, eigentlich war es alles ursprünglich ganz anders geplant. Ich wollte eigentlich nach Polen fahren oder wir wollten nach Polen fahren, weil die Familie meiner Frau kommt aus Polen, beziehungsweise Oberschlesien, ganz wichtig zu sagen. Und da hatte ich es eigentlich geplant und dann kam ja Corona und die Grenzen waren dicht und dann durfte man selbst innerhalb Deutschlands irgendwie dann nirgendwo hin und dann hat sich das doch noch ergeben und dann sind wir jetzt wieder zur Nordsee gefahren, wo wir jedes Jahr hinfahren. Wir haben da so unseren speziellen Ort und das ist wie eine zweite Heimat für uns. Und dann habe ich mir gedacht, warum machst du das nicht da? War ganz kurz entschlossen, also es ging innerhalb weniger Tage. Mein Plan natürlich, dass ich die Frau um ihre Hand anhalte, der stand ja natürlich schon vorher. Und aber trotzdem, dann die Umsetzung war eigentlich eine ganz anders geplante und vielleicht mache ich einen ganz kurzen Ausschnitt, der wird aber verschwommen sein, nur damit man so ein bisschen die Emotionen mitbekommen kann. Blende ich jetzt da mal kurz ein. Meine Frau werden. Ja. Ja. So, müsstet ihr jetzt gesehen haben. Ja, das ist passiert. Dann habe ich halt angefangen mit YouTube.
hier, das hatte ich auch schon sehr lange vor eigentlich. Ich gucke ja schon seit Jahren Motovlog. Und überhaupt ist für mich persönlich YouTube eine verdammt große Alternative zu allen anderen, ich sag mal, Plattformen geworden. Öffentliches Fernsehen gucke ich gar nicht mehr. Wer guckt denn heute schon noch öffentliches Fernsehen? Ich habe jetzt, glaube ich, schon 86 Abonnenten. Ich finde das eine starke Leistung. Oder es war eine starke Leistung. Es gibt andere, die explodieren ja innerhalb von Wochen und Monaten. Ich muss ja sagen, ich habe nichts Besonderes an mir, glaube ich zumindest. Ich mache das auch mehr oder weniger für mich. So irgendwie, das ist so ein Hobby, das macht mir einfach Spaß. Jetzt darf ich auch, während ich jetzt rede, nicht vergessen, dass ich eigentlich noch ein paar Nikoläuse verteilen wollte. Ich muss auch sagen, ich habe so ein bisschen Hemmung, manchmal auch Menschen anzusprechen. Ich bin ein bisschen menschenscheu. Ich sag jetzt mal so, dieses Ganze in die Kamera gerät, am Anfang fiel mir das richtig schwer. Jetzt mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Aber im Zuge dessen, andere Personen jetzt noch mit einzubeziehen, so wie Nikoläuse verteilen oder so, da denke ich mir auch mal. Also ich denke dann immer so von mir aus, dann denke ich, was will der von mir, warum gibt der mir jetzt einen Nikolaus, warum will der mir das geben, hat dann so ein Ding noch an seinem Helm dran, ne? Also irgendwie bin ich dann noch so ein bisschen so oldschool-mäßig, aber egal. Also das YouTube-Ding ist dieses Jahr entstanden. Mir macht das halt mega Spaß und wie gesagt, wollte ich euch allen danken, auch für die ganzen Kommentare. Ich habe ja auch schon den ein oder anderen, die regelmäßig kommentieren und die, also ich sag mal, ein fester Bestandteil der ganz, ganz kleinen Community geworden sind. Und ja, einige von denen sind natürlich ja selber auch Motovlogger und sind auch schon ein ganz großes Stück weiter als ich damit. Und da wären dann zum einen den Gixapet, ich möchte ich einfach jetzt mal grüßen, dann den Brabkalan aus Bremen mit seiner Harley möchte ich grüßen. Na, wen gibt's denn da? Gibt's auf jeden Fall so eine. Ihr seid mir auf jeden Fall jetzt gerade im Kopf gestiegen, so eingefallen. Ja, ich erfreue mich halt an so kleinen Sachen. Und ja, und dann sind auch einige aus meiner Umgebung, habe ich ja schon mitgekriegt, dass die meine Videos gucken. Und auch viele, gerade die Harley-Videos, die sind ja richtig explodiert. Ich denke mal, das liegt aber auch an meiner Reaktion, wo ich das erste Mal die 48 gefahren bin. Da bin ich ja wirklich quasi ausgerastet, weil es einfach geil war. Und natürlich, weil es Harley ist und auch sehr aktuell ist, gerade die Sportsmodelle, da die ja jetzt verschwinden werden, zumindest so, wie es sie jetzt gibt. Die Leute gucken halt einfach danach und gucken. Was heißt die Leute? Das Publikum, die nach sowas suchen, ist ja sehr weit gefächert, von jung bis alt. So, und das, was ich jetzt hier heute zum Beispiel mache, das ist ja nur so regional oder die Leute, die sich wirklich für den Quatsch, den ich persönlich jetzt hier fabriziere, interessieren. Und das sind ja sehr wenige Leute. Aber die wenigen Leute, euch möchte ich danken. Ich wünsche euch allen ein super schönes Weihnachtsfest, trotz aller der ganzen Lage, die hier gerade herrscht. Man kann es sich trotzdem mit seiner engeren Familie und ich glaube, wenn es denn noch so bleibt, Weihnachten wird es ja ein bisschen gelockert, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja auch nicht das letzte Weihnachten. Ne? Die Welt geht nicht unter, so ein Käse. Es wird zwar viel, viel Panik gemacht hier, und aber trotz alledem. Ah, hier ist auch richtig schön geschmückt hier in Orsay, also muss ich schon sagen. Ja, 2020, jetzt muss ich mal nochmal überlegen. Ich hatte darüber schon mal nachgedacht. Ich wollte ja eigentlich erst das Nikolaus-Spezialvideo quasi zu Ende bringen, aber ich dachte mir dann jetzt doch kurz entschlossen, mach's es zusammen. Ist ja auch nicht verkehrt, dann habe ich halt ein bisschen Stoff. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. War gerade irgendwie ganz kurzzeitig mit den Gedanken woanders. Und ich habe sogar jetzt schon wieder vergessen, wo ich mit den Gedanken war, weil ich jetzt gerade darüber überlege, wo war ich denn jetzt gerade? Habt ihr das auch manchmal? Ja, ich hoffe auch, ja, wie gesagt, dass ihr schöne Weihnachten habt und dass ihr ein schönes Silvesterfest feiern könnt und mit euren Liebsten zusammen. Und was ich persönlich dieses Jahr, ich finde das immer wichtig, ne? Aber durch die ganzen Ereignisse dieses Jahr, die bei mir einfach passiert sind, dass Familie einfach verdammt wichtig ist. Oh Leute, es ist kalt, es ist kalt. Oh, schön mit den Kugeln hier an den Bäumen obendran. Schön gemacht, ey. So ein kleiner Ort hier, aber hier ist noch so ein bisschen so dieser Gemütlichkeitsfaktor. Das sagt man das so.
Der ist hier auf jeden Fall noch da. Und ich bin ja hier auch mal zur Schule gegangen. Ich glaube, das war aber auch nur, wenn überhaupt, ein Halbjahr. Ich kann mich auch an den wenigsten Sachen von hier erinnern. Ach, der hat sogar schon Schoko-Dingens in der Hand. Habe ich natürlich Pech gehabt. Der hat mich angebuht. Hi, willst du Nikolaus haben? Möchtest du Nikolaus haben? So, aufpassen, nicht, dass du platt gefahren wirst. Bitteschön. Okay, ich bin noch ein losgerundet. Der hatte zwar schon einen in der Hand, aber der hat mich ja schon so angesprochen. Und irgendwie musste ich den dann jetzt noch eingeben. Dann hat er eben noch einen Nikolaus. So. Ja, es wird dann für mich da wohl dieses Jahr der letzte Moto-Vlog sein, so in diesem Stil. Wahrscheinlich werde ich ja dann noch das ein oder andere Video wahrscheinlich von meinem Eisenschwein machen. Und dann habe ich ja noch was mit der Wilma vor hier, also mit der Z. Und zwar die Tachobeleuchtung. Die wird noch umgelötet diesen Winter. Und ich habe neue Fußrasten, also Fahrerfußrasten für die Wilma, für die Z57. Die sind nach gefühlt, glaube ich, 2 oder 3 Monaten angekommen. Ja, das wird dann ein Projekt auf jeden Fall noch, oder Videoprojekt. Wahrscheinlich packe ich dann die beiden Sachen zusammen in einem. Weil, was brauche ich denn da jetzt für Fußrasten ein eigenes Video? Weil das sind ja nur die Rasten selber, das ist ja keine komplette Rastenanlage. Ah, guck mal da, da ist der Schäfer. So vom Weiten, kennt ihr den Film Jeepers Creepers? Der mit seinem Umhang sieht genauso aus. Ja, nicht, dass der gleich uns alle auffrisst oder damit seine Lebensenergie wieder voll wird. Aber ich fahre hier die ganze Zeit schon auf Reserve rum. Ich sollte mal langsam aufpassen. Mal mache ich, gebe erstmal ein bisschen Gas hier. Ey, ich freue mich gerade echt über den kleinen Jungen, der hat sich echt gefreut. Und was ich auch voll schön fand, so, da hier links war der Junge. Und dann auf der anderen Straße, wo ich rechts abgebogen bin, der Mann, der hat sich darüber auch voll gefreut, dass ich einfach so Nikolaus verteilt habe. Irgendwie, das sind dann solche ganz kleinen Dinge und sowas freut mich dann, wenn ich dann, und wenn es nur 3 Menschen heute waren, denen ich eine Freude gemacht habe. Und die Straße in Rheinberg natürlich auch, die hat sich wahrscheinlich auch über den weißen Nikolaus gefreut. Ja, das ist es dann wohl für heute. Das ist es wahrscheinlich dann auch mit dem Moto-Vlog für dieses Jahr. Aber ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass wir uns dieses Jahr vielleicht noch in einem Video wiedersehen könnten und vielleicht auch werden. Muss ich mal schauen, wie es halt alles so mit Arbeit und so passt, weil jetzt kommen ja auch die kalten Tage. Ich habe zwar Heizung in der Garage. Von daher wird es der letzte Moto-Vlog für dieses Jahr sein. Von daher war es das für mich heute? Sollte ich jetzt nochmal zufällig jemanden irgendwie einen Nikolaus geben können, dann würdet ihr es ja jetzt gleich nochmal sehen. Aber ansonsten verabschiede ich mich jetzt für heute, verabschiede mich für dieses Jahr von meinem letzten Motovlog. YouTube-technisch für mich sehr positiv gelaufen. Andere Sachen positiv und negativ. Habt ihr alles gehört in diesem Video. Und dann sage ich für dieses Jahr auf Motovlog-Ebene over and out. Haut rein, Leute, und bleibt entspannt. Wo ist mein Weihnachtsmann? Oh, danke schön. Oh, siehst du mal. Danke schön. So. Oh, noch einer sogar. Der muss auch einen haben. Ich habe einen verloren. Echt? Ja, in Rheinberg auf der Straße. Oh. Der ist mir hier runtergefallen. Ist er gestorben? Ja, der ist gestorben. Oh. Und hast du ein paar verteilt? Ja, 3 Stück. Ja?